Und wieder steht eine Espressomühle zwischen uns, und zwar die Rocket Faustino. Wie sie performt, warum sie gut ist, was da wirklich im Innenleben los ist und warum wir schon bald ein neues Video zur Rocket machen. All das erfahrt ihr in diesem Video. Noch einmal draufdrücken, dann kommen diese ganzen Anzeigen. Mahlzeit bei den Kaffeemachern. Wir haben nämlich schon viel gemahlen, wir werden heute auch wieder malen. Michel, diese Mühle habt ihr ja schon vor einem halben Jahr richtig ausführlich durchgecheckt und wir sind mitten in unserer ausführlichen Espresso-Mühlen-Serie. 24 Espresso-Mühlen, mittlerweile noch ein paar mehr, weil wir haben ja noch weitere dazugenommen und wir werden noch weitere dazunehmen. Die Ergebnisse haben wir alle zusammengetragen und jetzt Woche für Woche strahlen wir diese Videos aus, haben gleichzeitig auch Untervergleiche gemacht, also in Preisgruppen. Wir gucken immer wieder an, diese Mühlen aus einer Preisgruppe, wie performen die miteinander? Und dann nehmen wir pro Preisgruppe die beste mit. Und jetzt sind wir in welcher Preisgruppe? Jetzt sind wir in der Preisgruppe zwischen 500 und 550 Euro. Also auch, ich würde sagen, der Moment, wo man so sagt, die Mühle kostet was, aber es ist so noch nicht so teuer, 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 aber es sind schon langsam gute Preise drin. Ja, es sind schon gute Preise, es sind auch hochwertige Mühlen. Also all diese Mühlen jetzt hier in diesem Preisbereich, die haben auf jeden Fall materialtechnisch einiges zu bieten. Da haben wir doch in den unteren Kategorien einige Plastikbomber und das ist jetzt hier Metall, das ist hochwertig, das ist schwer gewichtstechnisch und größentechnisch kann man das auch sehen, oder? Ja, also ich würde jetzt nicht zu sehr spoilern, aber es kommen auch nochmal Plastikbomber. Plastikbomber kommen nochmal. Sind nicht alle so, wie wir uns das wünschen würden. Aber sag doch mal, wie sind jetzt hier die äußeren Daten, gewichttechnisch und so weiter, wie sieht es hier aus? Wir haben ein Gewicht von 7,4 Kilo, wir haben eine Breite und das ist jetzt ein spannender Punkt. Der Bodenbehälter ist 18,4, die Mühle an sich ist nur 16. Also der Bodenbehälter ist etwas breiter, da möchten wir das unbedingt noch erwähnen. Die Höhe sind 38 cm und die Tiefe sind 22 cm. Mahlscheiben technisch, womit sind wir unterwegs? Wir haben 50er Mahlscheiben, 50 mm Durchmesser. Und warum Benjamin schon beim Start etwas gespoilert hat, warum wir bald eine nächste testen können. Die netten Damen und Herren von Rocket haben vor 2-3 Wochen, haben wir das gesehen, eine Faustino V2 rausgebracht. Also du könntest auch sagen, wir waren so langsam mit dem Video. Können wir auch. Weil da ist einiges gegangen nochmal, bin ich auch gespannt. Es gibt die Mühle nach wie vor bei vielen Händlern, deswegen kommt das Video auch. Aber wir werden da nochmal nachliefern, gucken uns die V2 an. Aber werden dann auch einen Vergleich machen. Hat die V2 wirklich was gebracht? Es gibt einige Sachen, die finde ich doch durchaus ganz interessant, ja, die wir anschauen sollten. Ich glaube, es gibt keine Löcher mehr in den Mahlscheiben. Das ist noch interessant. Ja, und das Verstellrädchen ist da hinten. Und das ist auf jeden Fall breiter, und zwar nicht nur der Kopf, hier ist ja der Kopf sehr breit und der untere Teil sehr schmal, sondern das ganze Verstellrädchen ist breiter. Und es gibt eine Funktion von Free Hands, also einspannend loslassen. Also das gucken wir uns an, bin ich gespannt, was da passiert, aber heute bleiben wir bei der Rocket Faustino V1, heißt sie nun eben, weil es eben eine V2 geben wird oder zum Teil schon gibt. Du hast über die Größe gesprochen, aber wir haben noch weitere Dinge, die wir angeschaut haben, die auch mehr so, ja, ich sag mal, die Beschaffenheit ausmachen, nämlich einmal die Lautstärke, die Geschwindigkeit. Wie sieht es da aus, Michel? Bei der Lautstärke müssen wir wirklich sagen, das ist der Benchmark. Das ist der Benchmark, ja. Das ist unter allen 24 Mühlen. Ja, ich hätte keine im Kopf, die nur annähernd mit dem mithalten kann. Wir sind bei 71,9 Dezibel. Ich glaube, man kann daneben schlafen. Also ich habe vorher... Also ich kann eh neben Mühlen schlafen, aber... wenn die läuft. Es ist wirklich, wirklich leise. Das ist schon wirklich schön. Also die in Kombination mit der Sanremo Cube... Die wahrscheinlich leiseste Kaffeemaschine, die ich je gehört habe, wenn man sie nicht hört. Mit Rotationspumpe. Die sind overpriced, die passen also ganz gut. Genau, zusammen. Die passen super zusammen. Und wir können gerade weiterfahren. Ich finde sonst die Verarbeitung mega hochwertig. Also diese 7,4 Kilo, das ist schon ein ordentlicher Brummer. Das fühlt sich hochwertig an. Auch das hier, diese Auflage, auch wenn das für mich so, wir kommen dann noch zu der Bedienbarkeit. Ja, das ist mehr so ein Designpunkt. Also ich finde, das ist hochwertig gemacht, aber es macht wie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja, es hält irgendwie nicht wirklich richtig. Es ist so, es ist eine Führungsschiene.
aber es ist keine irgendwie, ich kann den Siebträger irgendwo dran fixieren. Es ist mehr so, ich habe einen Punkt, wo ich den Siebträger hinlegen muss. Und du malst nicht vorbei. Das ist quasi so eine Zielführung gewissermaßen. Ja, genau. Oder? Mehr ist es eigentlich nicht. Andererseits bleibt er hier jetzt schön noch drin. Ja, aber einfach, weil er hier vorne aufsteht, ja, weil halt der Siebträger von Rocket, von Lamazoka einmal nach vorne gebogen ist. Mit anderen Siebträgern wäre das jetzt. Mit anderen Siebträgern hängt das einmal mehr durch. Das sehe ich jetzt nicht ganz als sinnvoll, aber dann ist es für mich so also eher ein Designpunkt. Was wirklich super ist, das Innenleben ist ja eigentlich eine Perfetto. Aha. Mhm. Also eigentlich ist da drin einmal eine Rekamühle mit einem Rocket-Kleid rundherum. Das erklärt natürlich auch einige der Daten. Absolut, weil die sind oftmals sehr ähnlich mit einem Aber, das ist dann die Geschwindigkeit, da kommen wir gerade noch dazu. Was aber wirklich super gemacht ist, ich finde dieses Display mega schön. Das ist echt viel hochwertiger als bei Eureka. Wenn man hier draufklickt, hat man diese größere Darstellung. Man hat ja auch man hat sich für diesen Trichter entschieden, dass nicht der Kaffee einmal einfach rauspurzelt, sondern dass er sich einmal... Es soll die Statik ja reduzieren und es soll vor allem machen, dass diese Partikel sehr präzise in den Kaffee, in den Siebträger reinfallen. Das funktioniert wirklich auch gut. Es ist so das, was wir ja von vielen auch älteren Mühlen eigentlich kennen, so Mazza und so weiter, die haben ja immer diesen zentrierenden Trichter. Michel, jetzt bist du schon auf eines eingegangen. Ich frage dich gleich nochmal nach der Geschwindigkeit, aber ich will doch hier noch gerade eins anmerken, weil ich finde, das hat unmittelbar zu tun mit der Lautstärke. Sie ist sehr leise. Ja. Sie ist offensichtlich relativ geschlossen. Ja. Da schließen sich für mich zwei Fragen an. Erstens, wie ist denn die Reinigung? Wie ist denn die Wartung? Wie sieht denn das aus? Wie komme ich da dran? Und zweitens, wie sieht es denn mit der Temperatur aus? Also wenn wir hintereinander wegmalen, mehrere Bezüge, weil ihr habt wieder mal viele Gäste, wollt viel Espresso machen, was passiert dann mit der Temperatur des Mahlgutes? Reinigung ist für mich sowieso der Pauschalwert. Nehmt einfach zwischendurch mal diesen Mühlenreiniger. Ich würde euch da auch den empfehlen, der eigentlich so geschrotet aussieht und nicht diese Pellets. Ich habe immer wieder, vor allem bei Home-Mühlen, wo die Motoren nicht ganz so diese krasse Leistung haben, auch wenn es oftmals wirklich mehr als genug ist, dass wenn man diese Pellets dann reinmacht, also diese Bohnen, gepressten Bohnen, dass dann der Motor blockiert, dass ihr die Mühle einmal aufmachen müsst. Und beim Geschrotenen ist es einfacher, dass man es einfach beim Espresso-Mahlgrad oftmals lassen kann. Falls mal der Moment ist, dass es dann blockiert, dann einfach aufdrehen, bis es wieder malt. Also das, und wie könnte ich denn trotzdem an die Mahlscheiben dran? Geht das relativ einfach oder ist das schwierig? Also das ist auch schon bei einer Eureka relativ mühsam, weil man sie ja von unten aufmachen muss. Hier ist es über diese Imbusschrauben. Man kommt auch relativ gut an den Trichter ran. Man kann den Deckel relativ einfach weglösen. Ja und nein. Ich bin da immer der Meinung, da haben alle Mühlen echt noch Potenzial. Aber ist das etwas, das wurde mir jetzt viel gefragt und ich würde das gerne noch mit aufnehmen, weil es gibt da doch durchaus Mühlen, bei denen das wirklich sehr einfach ist. Also wenn wir jetzt uns anschauen, wieder mal unsere gute Freundin, die Nische, ist es einfach super easy, ehrlich gesagt. Aber das ist zum Beispiel auch was bei allen Etzingers ja super gelöst ist, auch wenn wir da noch keinen Test hatten. Warum eigentlich nicht? Ja, das kommt. Bei den nächsten Daten, wir müssen jetzt nochmal Daten schicken. Wir dürfen nochmal zu Dr. Marco Wellinger in die ZHW. Das heißt, wir müssen ja die V2 noch. Wir müssen die V2 testen. Wir haben noch zwei andere Mühlen, wo wir noch nicht spoilern, die wir auch noch testen müssen. Und darum. Und dann, also die Erzingers sind einfach dran, finde ich. Was ist eigentlich die günstigste? Ja, da bist du schon weit über 1000, auf jeden Fall. Also es passt nicht in den Range. Das ist dann also der Grund, warum wir sie vielleicht nicht so. Genau. Und gut, jetzt haben wir aber abgelenkt. Temperatur. Ja. Also so wie es die leiseste ist es, glaube ich, auch die heißeste. Ich habe das Gefühl, das ist so der zweite Röstprozess in der Mühle. Mhm. Das ist vielleicht, nein, das ist überspitzt formuliert, aber wir starten bei bereits weit über 40 Grad. Mhm. Und das ist ein Problem. Und das ist wirklich ein Problem. Mhm. Also wenn ihr euch die Daten anguckt, wir haben zwar eine Temperatursteigerung mit 0,8, die nicht wahnsinnig hoch ist, aber wir starten bei 42. Also das ist heißer als Badewannentemperatur empfohlenermaßen. Ich meine... Ja, es ist auch weit über Körpertemperatur. Man merkt das richtig, wenn man malt und den Becher anfasst, dann wäre der so aus Metall. Dann merkt man so, der Becher wird warm. Hat noch Vorteile, falls euch mal die Heizung ausfällt. Ihr malt einfach ordentlich mit der Faustino, reibt euch dann mit Kaffeemehl ein. Da wird euch wieder warm. Nee, es ist einfach wirklich heiß und... Das ist in einem warmen Bereich oder in einem heißen Bereich, der ist einfach problematisch für den Geschmack.
Weil, ja, ne, das, also das ist einer der Kritikpunkte, müssen wir sagen. Auf jeden Fall, was jetzt diese Mühle angeht, und die ist damit sicherlich nicht geeignet für die Frequenz von und Produktion. Und das Gleiche stellen wir ja auch fest, wenn wir auf die Geschwindigkeit gehen, Michel. Ja, da frage ich, da ist für mich wirklich ein riesiges Fragezeichen. Was ist da komplett anders als bei der Perfetto? Weil die braucht ja schon lange. Mhm. Du hast da auch, lass es 15 Sekunden sein für eine Doppelportion. Da bin ich hier aber noch nicht bei 18 Gramm. Wir haben ja in 10 Sekunden bei einem klassischen Espresso-Getränkeverhältnis von 1 zu 2,5, also 18 Gramm in, 45 Gramm out, in 25 Sekunden, haben wir nach 10 Sekunden gerade mal etwas mehr als 11 Gramm. Es ist wichtig, dass du das Rezept sagst, weil das bedeutet natürlich, das ist dann der Mahlgrad, den du entsprechend ausgewählt hast. Klar, je feiner ihr malt, desto weniger kommt raus. Aber das ist jetzt ein völlig normaler Mahlgrad. Also einer, mit dem wir einfach immer Espresso machen. Und da haben wir andere Mühlen in günstigeren Preisklassen, die werfen uns in 10 Sekunden 29 Gramm raus. Ja. Und hier sind wir bei 11,5, hast du gesagt? 11,5, also das ist wirklich wenig, beziehungsweise das ist richtig langsam. Ja, und vor allem, ich stelle mir dann vor, wenn ich habe es jetzt mal wieder eingestellt und dann normalerweise hast du so im Kopf, so 14, 15 Sekunden, dann dauert das einfach mal 17 Sekunden, bis diese Menge rauskommt. Und dann steht man so da mit dem Siebträger, mit dem Becher und denkt sich so, was mache ich denn jetzt? Also ich finde, wenn dann der Moment... einfach abkühlen lassen. Also das Mahlgut, meine ich. Ja. Stellst du eigentlich die Mühle anders ein, die Temperatur hier anders ein, wenn das Mahlgut schon 42 Grad ist? Nein, wir brühen ja mit der Decent. Die brüht da sowieso schon ein bisschen anders von der Temperatur. Lass uns noch was Positives daran verlieren, bevor ich noch zu diesem tollen Bohnenbehälter komme, nämlich singledosfähig. Also nahezu singledosfähig. Wir haben, wenn wir 18 Gramm reinschmeißen, haben wir vielleicht einmal so 17,8. Die meisten Malungen sind aber definitiv bei 17,9 oder 18. Das funktioniert wirklich gut. Das ist so ein Link, wo man eigentlich so denkt, so, ah, okay, Eureka. Also das ist wie die Spezialito oder die Perfetto. Einmal rein, da kommt größtenteils alles wieder raus. Es dauert halt. Also wir machen das immer bei 30 Sekunden und das braucht es wirklich aus. Was unser lieber Raul herausgefunden hat, ja, ist... Wir haben jetzt wieder eingestellt und mich hat das schon immer gestört, dieser, das wackelt und dann, ja, es hat eine Schraube, man kann den fixieren, aber der Bohnenbehälter, also der hat so einen Gummitrichter, der so eingesetzt ist hier drin, mhm, und diese Schraube drückt dann den Gummi nach außen, mhm, und hier hat es so eine Aussparung, mhm, und egal wie fest wir jetzt die Schraube, wir wollen es ja nicht kaputt machen, mhm, aber egal wie fest wir die Schraube jetzt angezogen haben, Raul hat mich ja gefragt, ob er noch ein bisschen mehr anziehen soll. Er sagt, ja, ich will es eigentlich nicht kaputt machen. Aber der, nee, nicht für den Preis. Dafür wiederum ziemlich ordentlich der relativ geringe Totraum, ja, den wir hier aufzuweisen haben. Auch ein bisschen Eureka-like, wir sind bei 2,8 Gramm, das ist sehr, sehr wenig. Das ist wirklich cool. Also das ist, ich sage mal, im guten Bereich. Es ist im guten Bereich. Für mich ist, ich bin da immer noch zu sehr gekoppelt an unsere alten Gedankengänge mit 6, 7 Gramm. Da finde ich immer so 2,8. Das ist so, ja, das ist nicht mal eine halbe Portion. Vielleicht ein Viertel. Ja, ja, aber 2,8 Gramm. Aber... Okay, gut. Dann lassen wir das stehen. Dann haben wir noch den Wert nach dem Bohnenbehälter. Ja, das sind, glaube ich, 12 Gramm. Also das ist das, was da bleibt. Das ist relativ wenig. Das heißt, wenn ihr den Bohnenbehälter rausgewackelt habt und dann guckt, was ist da an Bohnen noch zurückgeblieben, dann sind da 12 Gramm. Also wenn ihr dann mal den Bohnenbehälter, den Bohneninhalt wechseln wollt, dann müsst ihr nur 12 Gramm nochmal rausmalen oder rauspulen. Das ist überschaubar und damit verhält sie sich eigentlich im besseren, ja, Rahmen. Ja. Michel, genug geredet. Ich würde sagen, wir machen Espresso und dann sprechen wir auch noch über die Mahlgrad-Einstellungsfähigkeit, die Wiederholbarkeit der Mahlgrad-Einstellung und natürlich über die Partikelverteilung. Kannst du mir mal einen Kaffee bringen, Ben? So während dem Malen, dass ich einen Kaffee trinken kann. Ha ha.
Ah, schön. Jetzt kommt's gut. Haben wir Löffel? Benjamin. Benjamin, Benjamin. Ein Löffel. Zwei. Zwei. 24. Ist jetzt nicht der beste Espresso? Nein. Ist es die Mühle, ist es die Maschine, ist es die Maschine? Ich glaube, es ist eine Verkettung von... Ich fürchte auch. Ist jetzt nicht so. Willst du ihn eh nochmal eingeben? Nee, war perfekt. 24 Sekunden, 45 Gramm, 18 Gramm in. Schmeckt nach Artischocke. Nein, du immer mit deinen Artischocken. Das ist einfach, weil du Artischocken magst. Ja, aber das ist jetzt eine Artischocke, die ich nicht so gerne mag. Die ist nämlich im Nachgeschmack ziemlich bitter. Ja. Ja. Das ist nicht so ein Burner-Espresso. Also, wir können ja mal kurz strukturiert durchgehen. Taste Balance. Süße Säure, Bitterkeit. Wie sieht's aus? Er hat ein bisschen Säure, die ist aber so ein bisschen sehr versteckt hinter der Bitterkeit. Er hat ein bisschen Süße, die ist aber auch ein bisschen versteckt hinter der Bitterkeit. Und es ist einfach viel Bitterkeit. Mhm, ist schon sehr viel Bitterkeit. Er hat... Textur? Körper? Ich finde Die Textur an sich finde ich gar nicht so schlecht, bis hier in den Abgang reinfällt, weil dann wird sie astringierend. Ich finde aber auf der anderen Seite der Körper... auch nicht, die Textur ist schön, aber der Körper ist nicht schön. Das ist echt ein bisschen zu wenig für dieses Getränkeverhältnis. Ich würde mir viel mehr Gewicht wünschen. Ja. Ja. Ende vom Lied. Oder Anfang vom Lied. Oder Anfang vom Lied. Da müsste ich jetzt wirklich sagen, die Daten sind eigentlich sehr gut. Ich meine, wir haben einen Hauptpeak irgendwo bei etwas mehr als 200. Bei der T4-Messung. Wir haben Feinsanteil von etwas mehr als 21%. Auch das ist super. Und, ja. Oder ist gut. Ist gut. Und haben von dem her, von den Messdaten, das, was ich jetzt ganz klar sagen würde, boah, das ist eine gute Mühle. Ja. Wenn ich so vor dem Kevin, vor dem Messinstrument stehe und diese Daten rauskriege, so, ja, das passt. Und dann kommt jetzt diese Interpretation, was wir wirklich nur als Interpretation sehen. Also wir können zwei Sachen interpretieren. Wir können einerseits Schwankung interpretieren. Da hat sie eine gewisse Schwankung. Ja. Sie ist nicht super präzise, also von Bezug zu Bezug hat sie durchaus eine Streuung. Da geht sie mit dem Hauptpeak schon mal um 10, 20 Mikron nach links oder rechts. Ja. Was okay ist, aber definitiv nicht sehr gut. So. Nee, es ist so im hinteren Bereich von mittleres Feld. Aber sie hat auf jeden Fall ja eine Auffälligkeit und das ist natürlich jetzt Interpretationssache. Wir können euch jetzt nicht sagen, hier ist eine Kausalität zwischen der Temperatur und dem Geschmack. Wir können euch aber sagen, der Geschmack ist nicht so gut, wie wir ihn erwartet hätten. Wir eigentlich bei einer Mühle, die so eine Partikelverteilung uns liefert. Ja, und wir müssen auch ganz klar sagen, ich meine, die beste Mühle im Test hat eine Grobpeakbreite von 190 Mikron. Also es ist ja, das ist nicht weit davon entfernt. Und darum finde ich, die Mühle macht eigentlich alles richtig. Sie After-Roasting. Das ist der berühmt-berüchtigte Double-Roast. Nein, du bist natürlich bei 42 Grad nicht bei einer Röstung, aber du hast eine Veränderung. So, und wir sind im Bereich von Interpretation. Aber Fakt ist, wir haben einige Espresso getrunken, die jetzt so sind. So, ja. Und so ähnlich waren. Und das ist schon eine Auffälligkeit jetzt bei dieser Mühle, während hier so die äußeren Parameter eigentlich viele sehr gut sind. Die Partikelverteilung uns auch ganz gut gefällt. Ist der Espresso eher im mittleren bis schlechteren Bereich, würde ich sagen. Ich habe jetzt zwei Bezüge gemacht mit einer Pause von locker einer Minute dazwischen. Mhm. Also wir haben ja nicht die Temperatur nimmt ja nicht extrem zu durch diese fünf Malungen nacheinander, auch wieder mit der Pause von 30 Sekunden, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ach, scheiße, das war jetzt die zweite Malung. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen, das ist der Punkt, wo wir jetzt ein bisschen stehen bleiben und wo wir uns auf der anderen Seite freuen, dass ja was Neues kommt, was wir mal quer vergleichen können.
Ja, ich bin da auf jeden Fall total gespannt, was jetzt bei der neuen ist, aber ich bin auch gespannt, wie ihr das erlebt, wie ihr eure Kaffees erlebt zu Hause, wenn ihr vielleicht auch die Mühle habt. Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht? Sind eure anders? Vielleicht habt ihr euch auch an eine gewisse Bitterkeit auch schon gewöhnt. Vielleicht ist es bei euch auch ganz komplett anders. Also schreibt es uns sehr super gerne in die Kommentare, wie euer Feedback ist oder was ihr noch für Ideen habt, was jetzt hier auch ein Grund sein kann. Aber das ist relativ auffällig Ja. und zieht sich ein bisschen durch die Bank. Und damit haben wir das Kapitel mit den Partikelverteilungen abgeschlossen. Michel, bevor wir zum Fazit kommen, zeig uns doch noch ganz kurz die Steuerung der Mühle, denn das ist ja wirklich was ziemlich Schickes, also wie das hier funktioniert. Und dann schauen wir nochmal auf die gesamte Bedienbarkeit. Wenn die Mühle angeschaltet ist, geht sie nach gefühlter einer Minute in diesen Standby-Modus, wo man nur noch das R in der Mitte sieht und dann müssen wir da einfach einmal drauf drücken, dann kommen diese ganzen Anzeigen wieder rundherum. Ihr habt einmal Plus und Minus, um die Dosierung nachzustellen. Die ist auch sofort abgespeichert. Man muss da nichts abspeichern und muss einfach einmal lange drauf drücken oder ein bisschen länger, um zu wechseln zwischen den Ein- und den Doppelportionen. Man kann auch eine manuelle Dosierung machen, indem man einfach beide gleichzeitig drückt. Dann malt die Mühle einfach. Und was ihr auch machen könnt, ist die Veränderung der Mahlzeit etwas blockieren, indem man gleichzeitig auf Plus oder Minus drückt. Dann verschwinden diese Tasten. Da kann man nicht aus Versehen was verändern. Wenn man einfach wieder lange drauf drückt, dann kommen diese Tasten wieder. Das ist cool. Das Da, gefällt mir da, da, gut. das ist halt, das ist halt sehr einfach und übersichtlich und auch groß. Was immer noch lustig ist, ist so dieses, das hat die Eureka ja auch, wenn man drauf drückt, dass man sieht, dass das Display ein bisschen dunkler wird und danach reagiert. Ich finde es aber hier nicht annähernd so schlimm oder so massiv wie bei den klassischen Eurekas oder bei diesen Displays. So. Dann noch ganz kurz, Malgrad haben wir schon gesagt, wie gut kommt man wieder hin, wie gut lässt er sich einstellen, wie gut kann man auch Rezepte sich merken. Das ist okay. Es ist Das nicht so super präzise, man hat hier nicht so eine ganz feine Skalierung. Wir hatten deshalb auch Schwankungen zwischen den Einstellungen. Also gerade wenn man dann schaut zwischen 4 und 7 in unserer Testreihe, da gibt es eine Schwankung, aber die ist vernachlässigbar. Es ist aber nicht viel einfacher als und auch nicht viel, viel weiter oder größer als jetzt bei einer klassischen Eureka, muss Ja, man sagen. es ist einfach, es suggeriert mit dem größeren oberen Teil, dass es das ist, ist es unten eigentlich nicht. Trotzdem fühlt es sich so an. Also wenn ich auch einstelle, habe ich das Gefühl, ich darf mehr verändern und habe nicht, das ist jetzt wirklich meine Wahrnehmung, wie ich die Mühle kennengelernt habe, ich kann leichte Veränderungen machen und habe einen leichten Einfluss. Und bei den Spesalitas zum Beispiel mache ich fast nichts und ich hab einen großen Einfluss. Darum, ich finde es schon ein bisschen angenehmer gelöst auf jeden Fall als bei der Spesalita oder bei der Perfetto. Damit kommen wir zum Schluss, zum Fazit und ich frage dich heute ein bisschen anders. Ich frage dich, was sind die Stärken der Mühle nochmal zusammengefasst? Was sind die Schwächen und was wünschen wir uns auch für die neue Version, die V2? Und dann gucken wir, was da uns erfüllt wurde. Die Stärken der Mühle liegen ganz klar in der Partikelverteilung. Die ist wirklich super. Die macht Spaß. Das müsste theoretisch gut sein. Die Bedienbarkeit und die Verarbeitung finde ich gut. Mit Ausnahme dieses Ja. etwas, das war eine Bohne. Ja, trotzdem. Ich kann das nochmal machen. Ich finde die Verarbeitung sehr gut. Ich finde das Display sehr einfach einstellbar. Ich finde, sie ist, und jetzt kommen wir zu den Schwächen, sie Warte, ist. sie ist noch super leise, ganz wichtig zu sagen. Ja, danke. Das ist. Und Boah! damit würde ich aber dann die Schwächen auch kurz einleiten, weil das hängt ja miteinander zusammen. Sie ist so leise, weil es keinen Schlitz gibt, es gibt keine Ventilation, es kommt da eigentlich nichts drin an. Sie ist eben verschlossen, es ist ein verschlossener Kasten und entsprechend haben wir da drin ja einen Hitzestau. Also es fühlt sich zumindest so an. Und das führt dann am Schluss dazu, dass es nicht immer so gut schmeckt. Die Mühle hat Fieber, kann man sagen. Man merkt auch jetzt hier. Ja, sie hat, also das fühlt sich so an, als wäre es wärmer als unsere Hand. Und das, ja, und das finde ich, und wenn man jetzt wieder diesen komischen Benchmark nimmt, den du immer bringst, würdest du die Maschine neben deine Maschine zu Ja, ich Hause habe dich stellen? das jetzt gar nicht erst gefragt, weil ich weiß ja, du hast eine Heizung. Ja, definitiv. Nein, schade. Vieles richtig gemacht und
Jetzt ist aber wirklich das Schöne, dass wir sagen können, es gibt eine V2, da sind wir gespannt, die kommt. Mhm. Gebt uns ein bisschen Zeit, weil wir wollen das wirklich fokussiert wieder machen, wie wir das jetzt bei allen Mühlen gemacht haben. Die werden einmal durchgemessen in der ZHW und dann sind wir gespannt. Gehen wir in die nächste Runde und dann schauen wir uns an, was da noch gekommen ist und machen einen Vergleich zwischen den beiden Modellen vielleicht auch. Und dann geht es weiter. Jetzt geht es hier erstmal nicht mehr weiter, sondern wir sagen nämlich tschüss, bis nächste Woche und dann geht es wieder weiter. Passt auf euch auf. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, wir freuen uns riesig über ein Abo, wir freuen uns über ein Like und wir freuen uns auch über einen Kommentar. Das hilft uns, dass hier fliegt immer alles rum. Ich nehme das nächste Mal wieder Teller mit. Das hilft uns, dass wir sichtbar werden, auch bei YouTube und dass andere unsere Kaffeebegeisterung mit uns und mit euch teilen können und das wäre für uns eine super schöne Geschichte. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss, passt auf euch auf.